Einen Handkuss den Damen, einen guten Abend den Herren und der Jugend. In wenigen Sekunden beginnt die Aufzeichnung vom Fußball-Länderspiel Österreich gegen Ungarn im Wiener Praterstadion. 74.000 Zuschauer, eine Einnahme von fast 4 Millionen Schilling. Hier die Aufstellung der Ungarn, im Tor Gezi, Nummer 2 Pancic, 3 Kovac, 4 Peter Juhas, 5 István Juhas, 6 Balint, 7 Söke, 8 Kocic, 9 Antal Dunaj, 10 Süc und 11 Sambo. Schiedsrichter ist Herr Glöckner aus der DDR. Es ist sein 13. Länderspiel, das er hier pfeift. Und hier die Aufstellung der Österreicher. Stachowitz 1, Pum 2, Schmidratner 3, Eigenstiller 4, Starek 5, Horvath 6, Hickersberger 7, Hasin 8, Baritz 9, Kögelberger 10 und Kurt Jara, der gestern seinen 22. Geburtstag gefeiert hat, 11. Es ist, das sage ich für die Laien, ein Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel. Österreich hat 2 Spiele innerhalb des Turniers bereits ausgetragen. Hier im Praterstadion Malta mit 5:0 und Schweden mit 2:0 geschlagen. Die Mannschaft hat bisher keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen müssen. Und will Österreich im Jahr 1974 in Deutschland beim Endturnier um die Weltmeisterschaft dabei sein, dann muss die Nationalmannschaft imstande sein, alle Heimspiele zu gewinnen. Schmidratner. Eigenstiller. Hasin. Foul von Starek. Und zwar an Antal Dunaj, das ist der lange Spieler mit der Nummer 9. Spielt bei Újpest. Söke war längere Zeit gesperrt. Und Eckball. Das letzte Spiel gegen die Ungarn hat am 4. April 1971 hier im Stadion stattgefunden. Es gab einen unglücklichen Erfolg, das heißt einen glücklichen Erfolg der Ungarn, eine unglückliche Niederlage der Österreicher, 2 Treffer durch Behne. Starek. Hasi. Baritz. Horvath. Und Nummer 2 Pancic. Wieder Pancic, Söke. Foul von Pum. Und zwar an Sambo. Kögelberger. Starek. Jara. Foul an Jara. Es war ein Foul von Peter Juhas, der offenbar auf Kögelberger angesetzt ist. Zu steil, diese Vorlage von Hasil. Abstoß vom Tor der Ungarn. Vier Minuten sind gespielt, Spielstand 0:0. Geht sie. Er hat auch in München gespielt im Rahmen des Olympischen Fußballturniers. Ungarn ist dort bekanntlich Silbermedaillengewinner geworden. Geschlagen im Endspiel von Polen. Hasil.
Kögelberger, etwas zu zaghaft bei der Ballannahme. Peter Juhas. Schmidratner. Kocsis. Gut gemacht von Starek nach Fehler von Eigenstiller. Schmidratner. Peter Pumm, Kapitän heute der Nationalmannschaft. Kocsis am Ball. István Juhas. Szöke. Und Starek. Fehler von Starek. Balint. István Juhas. Bancic und Kovac von Videoton. Also auch in Ungarn gibt es Mannschaften, die von großen Firmen sozusagen gesponsert werden. Videoton ist eine Fabrik für Rundfunk- und Fernsehgeräte, und zwar in Stuhlweißenburg. Hickersberger. Nein, das ist Sambo. Eigenstiller. Söke. Noch sehr hektisch bis jetzt das Spiel. Freistoß gegen Österreich. István Juhas. Balint. Sambo. Und ein Schuss von Süd. Spielstand 0:0. Bis jetzt haben sich die Österreicher noch nicht frei spielen können. Jara, Eigenstiller. Typisch dieser großartige Einsatz von Eigenstiller. Er ist ein blendender Kämpfer, setzt sich stets voll ein. Kovac. Kögelberger hat den Ball erkämpft. Jara. Wieder Kögelberger. Foul an Hasin. Das Stadion ist ausverkauft, das wissen Sie, das hat es seit 10 Jahren nicht mehr gegeben. Eine glänzende, eine großartige Kulisse. Abgepfiffen wegen Rempelns. Die Ungarn spielen in roten Hemden, weißen Hosen, grünen Stutzen. Aber wahrscheinlich haben sie ja sowieso schon einen Farbfernseher. Hickersberger.
Pasil. Sie gesehen, was Einsatz ausmacht, der Einsatz von Jara in diesem Fall. Und was schlechtes Zuspiel ausmachen kann, Sambo. Corner. Süß schießt. Horvat. Um. Schmidt-Ratner. Foul an Starek. Und zwar durch István Juhász. Freistoß durch Eigenstiller. Das geschah in der 10. Minute, Spielstand 0:0. Hasil. Großartiger Einsatz hier von Hickersberger. István Juhász, wieder Jara. Baric. Jara. István Juhász. Für Dunaj. Und Horvat hat gerettet. Die Ungarn spielen verständlicherweise, sie spielen ja im Ausland, also vor einem feindlichen Publikum, 4-4-2 mit verstärkter Abwehr. Nur zwei Angriffsspitzen. Eine davon ist Dunaj. Der zweite ist Zöke, der Mann mit der Nummer 7. Also 9 und 7 spielen vorne. Starek, um. Sich Andres stoppeln, hinauf montieren lassen. Baric, Foul an Baric. Und der sehr aufmerksame Schiedsrichter Klöckner, Rudi Klöckner, hat sofort gepfiffen. Ich habe anfangs schon gesagt, es ist sein 13. Länderspiel. Er gehört zu den besten internationalen Schiedsrichtern. Er hat auch das Endspiel um die Weltmeisterschaft in Mexiko geleitet. Er war schließlich auch bei dem 1:0 Sieg der Österreicher über Schweden im Herbst vorigen Jahres der Schiedsrichter. Hasim Baric, wer wird schießen? Wahrscheinlich Baric. Fürchterliche Missverständnisse. Handspiel, Söke. Einwurf für die Österreicher. Pum. Schmidt-Ratner. Kovac per Kopf. Hasil. Abseits. Kögelberger war abseits.
Es ist der 115. Länderkampf zwischen Österreich und Ungarn. Die Bilanz bisher passiv. 33 österreichischen Siegen stehen 58 Niederlagen entgegen. 23 Begegnungen endeten unentschieden. Das Torverhältnis 265 zu 218 für Ungarn. Balint, Kovac, Jara, das ist Trainer Ilovski ganz links, der Chef der ungarischen Nationalmannschaft, István Juhász. Siebzehnte Spielminute, schwerer Fehler von Pum. Und Dunaj, ein Geschenk der österreichischen Abwehr. Wieder einmal, so wie beim letzten Länderspiel, ein Geschenk unaufmerksamer Verteidiger. Stachowitz hat seinen ersten Treffer hier hinnehmen müssen. Murkserei des Kapitäns, zuerst von Peter Pum. Und so führen also die Ungarn, sagen wir es offen und verdient, durch einen Treffer von Antal Dunaj in der 17. Minute mit 1:0. Jara. Und nun wird es natürlich sehr schwer. Die Österreicher haben nicht das Selbstvertrauen, um erfolgreich einem Vorteil des Gegners nachlaufen zu können. Asil. Grenze gemacht. Aber auch großartig abgewehrt. Wickersberger. Kocsis. Starek. Foul von Dunaj an Schmidratner, Freistoß für Österreich. Beim Stand von 1:0 für Ungarn, den bisher einzigen Treffer erzielte Dunaj in der 17. Minute. Boom. Schmidratner. Horvat. Mit Ausnahme von Stachowitz, dem österreichischen Torhüter, alles in der Hälfte der Ungarn. Wieder Hasil. Gefährlich, Kocsis. Thank you.
2:0. Und nun schaut es natürlich schon sehr schlecht für die österreichische Nationalmannschaft aus. Es war eine glänzende Leistung des Stürmers. Hier ausgespielt Horvath. Und auch Stachowitz geschlagen. In der 20. Minute kalte Dusche. Ungarn führt mit 2:0. Und nun leider auch schon erste Pfiffe von den Rängern. Sie werden die Kampfkraft der Österreicher kaum heben. Es war Behinderung, Freistoß für Österreich. Es ist natürlich noch nichts verloren. Aber es wird schwer sein, hier noch drei Tore zu schießen. Kögelberger sehr fair bei diesem Angriff. Söke. Pancic. Starek. Jara. Asim. Sehr gut. Früh gefreut, der Ball war im Netz. In Zeitlupe die Wiederholung der glänzenden Aktion. Sie haben gesehen, der Linienrichter Prokop hat die Fahne gehoben, es war noch leicht zu erkennen. Und daher gilt dieser schöne Treffer nicht. Es bleibt beim 0:2. Sambo. Kovac. Der Hasil. Kögelberger. Pum. Die Ungarn haben sich durch diese zwei schnellen Treffer natürlich nun freigeschossen. Sie spielen wesentlich unbeschwerter. Sie brauchen jetzt nur noch der Verteidigung zuzumachen, um die stürmischen Angriffe der Österreicher zu bändigen. Ein beruhigender Vorsprung nach 24 Minuten, 2:0. Torschützen Antal, Dunaj und Kocsis. Wieder Hasil. Foul. Foul an Dickesberger. Freistoß aus etwa 22 Metern.
Masil bis jetzt die überragende Persönlichkeit in der österreichischen Mannschaft. Länderspiele gegen Ungarn, das sind die Länderspiele mit den dummen Toren. Auch der letzte Kampf, der hier mit 2:0 verloren ging im Jahr 1971, brachte den Ungarn durch dumme Tore einen 2:0 Erfolg. Foul, der Linienrichter hat dieses Foul angezeigt und Foul an Pump. Ball. Paric legt sich den Ball auf. Kovac sichert die eine Ecke des Tores, dahinter geht sie. Dunaj. Söke. Schmidrat. Da war das Foul von Sütsch an Hickersberger. Fehler von Starek. Der Hasil für Kögelberger. Kögelberger gegen Barlind. Eckball. Und mit bestem Willen stehen einander die Österreicher beim Abschluss im Wege. Aber das ist im Augenblick der Unterschied. Bei den Österreichern hängen die Tore sozusagen in der Luft und bei den Österreichern, bei den Ungarn gegen die Österreicher, hängen sie im Netz. Zweimal heute schon.
Söke. Istvan Juhas, nicht verbannt mit Peter Juhas. Die Österreicher machen großartige Sachen und dann wieder verkrampfter Spiel und es kommt zu keinem guten Ende. Kasim, Eigenstiller. Und die Manndeckung der Ungarn funktioniert ausgezeichnet. Starek. Paritz. Peter Juhas. Horvat. Hasil. Istvan Juhas. Über diese Entscheidung des Schiedsrichters ließe sich streiten. Allerdings, er war ganz nahe beim Tatort. Söke. Pancic. Abseits. Starek. Pum. Noch 10 Minuten bis zur Pause. Ungarn führt mit 2:0. Hasil. Vögelberger. Handspiel war das von Österreich und zwar von Horvat. Söke. Hasil.
Kleines Foul noch hinten nach. Glänzender Einsatz von Jara. Er läuft wirklich jeden Ball nach, auch jenen, wo er fast annehmen muss, dass er ihn nicht mehr erreicht. Aber diese Art von Attacken sind heute gegen schnell und modern und athletisch spielende Mannschaften notwendig. Kovac. Wieder Hasin. Hickesberger. Foul an Hickesberger durch Kocic, dem Schützen des zweiten Treffers. Starek. Das war eigentlich die erste unüberlegte Aktion von Franz Hasin, hier im Bild. Hat gesperrt, indirekter Freistoß, das spielt hier aber keine Rolle, wegen Behinderung, Eigenstiller. Paric kämpft verzweifelt, aber er kann sich gegen zwei Bewacher nicht durchsetzen. Kovac und Peter Juhas nehmen ihn immer wieder in die Zange. István Juhas. Kocsis. Sambo. Spieler mit der Nummer 11, Sambo. Das ist ja das Groteske bisher. Herbert Stachowitz, der in der laufenden Meisterschaft noch keinen einzigen Treffer hat hinnehmen müssen, ist hier kaum beschäftigt, hat noch kaum Gelegenheit gehabt, sein Talent richtig zu zeigen und hat schon zweimal hinter sich greifen müssen. Und zwar, weil zweimal Verteidigungsfehler, und zwar ganz schwere, gemacht worden sind. Für jene, die sich jetzt später eingeschaltet haben, in der 17. Minute eine Batzerei der Abwehr, ausgelöst durch einen Fehlpass des Kapitäns Peter Bumm, Antal-Dunaj 1:0. Und in der 20. Minute konnte niemand den kleinen Kocsis stoppen. Er überlief alles, überspielte alles und stellte auf 2:0. Schiedsrichter Klöckner hat sich jetzt Söke vorgenommen, hat ihm wohl nicht die gelbe Karte gezeigt, aber möglicherweise angedroht für den Wiederholungsfall, dass er das Spiel verzögern sollte. Wieder einmal Spielerversammlung in der Hälfte der Ungarn und wieder schaut nichts heraus. Keine Gefahr für Gezi. Eigenstiller. Wieder Behinderung. Indirekter Freistoßball. Wir sind in der 39. Minute. Spielstand 2:0 für Ungarn. Die massierte ungarische Abwehr wird nur sehr, sehr schwer zu überwinden sein. Hickesberger.
Hügelberger. Abseits gerufen worden. Aber der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen. Es gibt daher einen Eckball. Schmidt-Ratner. Foul von Peter Juhas. Zwar an Hasil. Freistoß durch Peter Bumm. Österreicher im Strafraum, und zwar an Paritz, der wurde hart genommen, und zwar von Söke. Schlechtes Abspielen von Hickersberger. Und damit sich Stachowitz nicht einsam und verlassen fühlt, dürfte er jetzt mitspielen kurz. Boom! Das ist nochmal gut gegangen. Horvath hat abgewehrt. Boom! Kögelberger, Vorlage, Kovac war schneller. Fehlschuss von Starek. Das ist ja das Dumme an dieser Sache. Die Österreicher spielen recht gut. Sie sind überlegen, obwohl das natürlich nicht täuschen soll. Die Ungarn versuchen jetzt bereits, diesen Vorteil zu halten. Aber sie können einfach die Abwehr der Ungarn nicht bezwingen. Es fehlt ihnen in entscheidenden Phasen auch das Glück. Wieder Eckball. Das ist der sechste Cornerball. Von den Ungarn ist nur Antal Dunaj vorne. Auf der Linie gerettet von Peter Juhas. Ja, sie müssen zugeben, die Österreicher setzen sich wirklich großartig ein und sie haben Pech. Auf der Linie hat Peter Juhas vorhin gerettet, das ist Sambo. Pum. Hickersberger. Und zu billiges Zuspiel von Starek. Söke. Balint.
Kocsis. Wieder Kocsis. Und der Pausenpfiff. Die Mannschaften in der zweiten Hälfte unverändert. Die Österreicher nun von links nach rechts. Peter Juhas. Und Juhas dürfte die gelbe Karte erhalten. Er holt sich den Spieler her, Schiedsrichter Rudi Klöckner aus Leipzig. Es ist die Nummer 4, ja, Peter Juhas. Und zwar hat er dem Schiedsrichter eine Unfreundlichkeit gesagt. Peter Juhas ist von Újpest Dózsa, von der ungarischen Meistermannschaft. Pum. István Juhas. Peter Juhas. Foul. Starek, behindert durch Sambo. Dunoy. Beide Mannschaften haben die zweiten Spielhälfte unverändert begonnen. Die Österreicher spielen nun von links nach rechts. Spielstand ist nach wie vor 2:0 für Ungarn. Wir sind in der 48. Spielminute. Ein Foul an Tommy Paritz. Vor wenigen Sekunden hat Schiedsrichter Rudi Klöckner aus der DDR dem Ungarn Peter Juhas die gelbe Karte der Verwarnung gezeigt. Großartig gemacht von Gezi. Aber leider sammeln wir hier nur Eckbälle. Wir, das heißt die österreichische Nationalmannschaft. Und die Ungarn schießen die Tore. Kocsis. Kögelberger war das, der sich glänzend eingesetzt hat.
Auch jetzt nach der Pause das gleiche Bild wie vor der wie in der ersten Halbzeit. Die Österreicher drängen. Es müsste wieder Eckball geben. Es war ein Schuss von Hasi. Ein großes Kompliment dem Publikum hier. Als die österreichischen Spieler nach der Pause wieder auf das Feld kamen, der gilt nicht, dieser Ball, als die Österreicher also wieder auf das Feld kamen, wurden sie beklatscht und nicht ausgepfiffen. Was ist jetzt passiert? Glöckner bei Masseur Flenner. Wir werden uns erkundigen, was es da gegeben hat. Assistent Keit ist bereits unterwegs. Eigenstiller. Zu scharf dieser Ball von Eigenstiller. Die österreichischen Reservisten. Neben Leopold Stastny. Ich glaube, wir werden sie später noch mal sehen. Hier also Stastny neben ihm rechts, Sarah links, Masseur Flemmer. Zambo. Ja, Schiedsrichter Glöckner hat verlangt, dass die Zuschauer nicht mehr mit Feuerwerkskörpern schießen, aber das ist natürlich ein sehr schwieriges Verlangen bei einem Masseur einer Mannschaft. Inzwischen hat der Platzsprecher ja auch entsprechende Bitten weitergegeben. Und hoffentlich wird diese Bitte auch beachtet. Trainer Ilowski sagt, lasst euch Zeit, holt den Ball in der Mannschaft. Hickersberger. Schmidrat. Horvath. Hasi. Jara. Handspiel von István Juhász. Ganz allgemein ein sehr faires Spiel. Aufsitzer geschossen von Pum, aber keine Gefahr für Gezi. Starek. Und jetzt ist erst der Ball aus. Abstoß vom Tor der Ungarn. In der Pause traf ich. Was ist da hinten los? Schiedsrichter hat auf Foul eines Österreichers an einem der Ungarn erkannt. In der Pause habe ich also den verletzten Kapitän der Nationalmannschaft getroffen, Sturmberger. Er ging mit seinem Kind spazieren und war ganz entsetzt, enttäuscht, dass so etwas möglich ist. Zwei so schwere Abwehrfehler, die Österreich in Nachteil gebracht haben. Zambo. Wieder Hasi. Bumm. Zuspiel auf das falsche Bein.
Suhas. Juhas hat auch beim 2:0 hier im Stadion mitgespielt, und zwar kam er für den verletzten Messe ins Spiel. Abseits. Es wird bereits unter Flutlicht gespielt. Foul an Hickersberger. Kögelberger. Wieder einmal ein Corner. Jara. Fünfundfünfzigste Minute. Kopfball von Starek. Foul! Foul an Baritz. Juhas, István, Stefan, kurz vorm Bista. Naja, so eröffnet man dem Gegner Chancen. Abseits. Sie sehen, wie Gustl Starek rennt, damit ja keine Zeit verloren geht. Jene Zeit, die noch bleibt, um den Vorsprung der Ungarn vielleicht aufzuholen. Aber obwohl wir unserer Mannschaft natürlich das Beste wünschen, sind wir sehr skeptisch. Kovac. Hickersberger. Ungarn spielen also doch ziemlich hart und mit allen Tricks, die heute Spitzenspieler beherrschen müssen, um den Gegner irgendwie aus dem Rhythmus zu bringen. Asi. Zu weit vorgelegt. Wieder ein Eckball. Das ist der 11. Eckball gegen 2 Cornerbälle der Ungarn. Die Überlegenheit der Österreicher im Feld entspricht natürlich nicht dem wahren Kräfteverhältnis der zwei Mannschaften. Die Ungarn versuchen einfach, ihren Vorteil hier zu wahren. Und jetzt Elfmeter. Rudi Klöckner greift gegen die Härte der Ungarn im Strafraum ein. Einer der österreichischen Stürmer wurde, als er köpfen wollte, einfach weggestoßen. Elfmeter also gegen die Ungarn. Hasil dürfte schießen. Sechzigste Minute. Und Tor! 2:1, Hasil, obwohl Goetz in die richtige Ecke instinktiv erkannt hatte, der Schuss war so scharf, dass Österreich auf 1:2 verkürzen konnte. Eine halbe Stunde Zeit, um vielleicht den erhofften, den erwünschten Sieg hier herauszuspielen. Schmidt-Ratmann.
Pum. Starek. Behinderung, indirekter Freistoß. Foul gegen Österreich, also ein Österreicher hat regelwidrig den Torhüter Gezi attackiert. Gezi kommt von Ferencváros. Er sagt, wo sind die 9 Meter? Einwurf für die Österreicher. Der Treffer hat natürlich das Team beflügelt. Asil. Zu lange hat er versucht, den Ball zu halten. Eckball. Spielstand 2:1 für die Ungarn. Juhas per Kopf. Eigenstiller. Und eine glänzende Chance von Paritz. Also Franz Hasil, das haben Sie selbst inzwischen längst gesehen, ist absolute Weltklasse, ein großartiger Spieler. Manches Mal vielleicht etwas zu lange am Ball, wo es notwendig wäre abzuspielen, wenn er schon 3 Gegner an sich gezogen hat. Konnte den Ball nicht drücken, da hätte er einen Knochenbruch riskiert, weil ja einer der gegnerischen Spieler das Bein bereits ausgestreckt hatte. Also selbst wenn die österreichische Nationalmannschaft hier unglücklich verlieren sollte, sie hat gezeigt, dass sie spielen kann und sie hat sicherlich die Zuschauer, sowohl jene hier im Stadion als auch sie zu Hause vor den Bildschirmen nicht enttäuscht. Foul von Hickesberger. Die Ungarn verzögern mit allen Mitteln das Spiel. Juhas zu Juhas, István zu Péter, Balint. Starek. Auf der Anzeigetafel in großer Leuchtschrift, werft keine Knallkörper. Hickersberger gegen Pancic, aber vorher bereits abgepfiffen. Freistoß für Österreich. Hasil und Kögelberger. So etwas dürfte natürlich auch nicht passieren. So Eigenstiller. Schmidt-Ratner.
immer wieder Hasel, er wird jetzt hart genommen, Foul von Süd. Nein, das ist schon richtig, also dann kommen sie, spielen Großtheater, shake hands und sagen, es ist eh nichts gewesen, putzen ihn ab. In Wirklichkeit war das ein ganz absichtliches und vorbedachtes Foul. Eben ist wieder eine Rakete hochgestiegen. Wieder Hasil. Wieder eine glänzende Aktion. Foul von Hasil, er hat das Bein etwas aufgestellt gehabt und daher Freistoß für die Ungarn. István Juhász. Hier war wieder Behinderung und zwar ganz deutlich und klar. Und der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen, er hat hier einen etwas dubiosen Vorteil gelten lassen. Nein, er hat sowieso abgepfiffen. Wir haben es nicht gehört hier in der Kabine. Absolute Weltklasse dieser Schiedsrichter, Rudi Klöckner aus der DDR. Jara wirft sich ohne Rücksicht auf Verluste, wirft sich Jara in den Kampf. Bei den Ungarn wärmt Fasekas auf. Wieder eine Riesenchance. Fasekas ist Stürmer und Mittelfeldspieler, ein sehr starker Mann. Kommt von Újpest. Gézi hat sich wieder mal sehr lang Zeit gelassen, daher das Pfeifkonzert. Die Österreicher kontrollieren ganz klar das Spiel. Hasil, noch immer Hasil. Hier Fasekas. Wieder ein Fehler von Pum. Pum hat ja, wenn es bei einem Verlust dieser Partie bleiben sollte, die Niederlage eingeleitet mit seiner Spielerei in der 17. Minute. Foul, Freistoß gegen Österreich. Horvat, der Bewacher von Dunaj, hat diesen gefällt. Sambo wird schießen. 69. Minute, Eckball. Kögelberger. Peter Juhász. István Juhász. Bancic. Eigenstille. Abspielfehler. Das hat er gut gemacht.
Kocic. Söke. Schmidt-Ratner. Starek. Wieder Starek. Pickersberger. Hasil. Immer Hasil. Zu weit vor. Starek. Kögelberger. Tor! Tor! Starek oder Jara. Einer der beiden war es. 2:2. Der verdiente Ausgleich. Jara. Hier Jara zum ersten Mal. Dann Kögelberger. Er geht nach. Er bringt den Ball gut herein. Und Sie sehen, zwei sind hingesprungen. Jara und Starek, und Jara war es, 2:2. Gott sei Dank, kann man da nur sagen, denn dieser Treffer, der hing doch in der Luft, der musste kommen. 72. Minute. Jara auf 2:2, und nun hoffen wir doch, dass hier wieder ein Sieg gelingen kann. Für die Ungarn ist natürlich auch ein Punkt schon ein Erfolg. Es findet ein Austausch statt. Fasekas kommt. Für wen? Das ist Süd, glaube ich. Nein, Sambo. Nummer 14 jedenfalls bei den Ungarn, Fasekas. Ein frischer, ein gefährlicher Mann. Das ist Süc. Und Abstoß vom Tor der Österreicher. Nein, Foul, hat Schiedsrichter Klöckner gesehen. Freistoß für Ungarn. Das müssten jetzt noch gepfefferte letzte 18 Minuten werden in diesem Länderspiel. Wieder einmal hat die Verteidigung nicht sehr gut ausgesehen. Nun haben wir es ganz genau. Anstelle von Söke ist Fasekas gekommen. Kocic. Eigenstiller. Juhas. Gemacht von Nickersberger, aber Schiedsrichter Klöckner sah Foulspiel, er ist mit gestreckten Beinen hineingerutscht. Und ich kann nur wiederholen, Rudi Klöckner zeigt hier eine hervorragende Leistung als Schiedsrichter. Kovac. Für die Ungarn, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, ist natürlich ein Punkt hier schon ein großartiger Erfolg. Wieder einmal schwerer Abwehrfehler der Österreicher. Es war wieder Horvath, der daneben sauste. Eckball also. Ein Unentschieden in der Fremde ist in einem Qualifikationsbewerb fast so viel wie ein Sieg. Die österreichische Nationalmannschaft wäre natürlich mit diesem einen Punkt auch noch nicht ganz aus dem Rennen, denn das müssen Sie zugeben, eine Nationalmannschaft in dieser Besetzung und mit diesem Kampfgeist könnte auch aus Budapest ein Remis nach Hause bringen.
Aber noch ist ja alles nicht entschieden. Der Kampf geht noch 16 Minuten. Jara wieder. Sicherlich das größte Talent des österreichischen Fußballs, das in den letzten 3 Jahren hochgekommen ist. Kurt Jara aus Innsbruck. Boom, Sambo hat die Oberhand behalten. Wieder mal sausen unsere Verteidiger bei Haken daneben. Freistoß gegen Österreich. Jetzt sind noch genau 15 Minuten zu spielen. Starek. Högeberger. Hickersberger. Peter Juhas. Foul von Starek. Kovac. Eckball. Wieder ein Fehler von Horvath. Nicht Eckball, sondern Einwurf. Schiedsrichter bzw. Linienrichter Mennig hat bereits die Fahne gehoben. Högeberger wurde einfach gelegt von den Ungarn. Jetzt steht er wieder und läuft etwas zurück, um nicht ins Abseits zu geraten. Jara gegen Bancic. Und Eckball. Es kann nur Eckball sein. Haric schießt. Kasir. Noch 11 Minuten. Spielstand 2:2. Fasekas. Schmidt-Radner. Boom. Einfach großartig der Einsatz der österreichischen Spieler. Da gibt es wirklich keinen, der mit trockenem Leibchen in die Kabine gehen wird. Meiner Meinung nach kein Foul. Der Ball war gespielt. Sütsch war am Boden.
Foul von Eigenstille. Foul an Paritz. Es wird jetzt sehr ruppig, diese Partie. Es geht ja auch um sehr viel jetzt in diesen letzten 10 Minuten. Wieder Hasim. Abseits. Aber abseits vorher gepfiffen. Torwart sehr gut gemacht. Hickersberger, Jara. Und abseits. Wir sehen hier ein sehr präzise arbeitendes Schiedsrichterteam. Bancic. Eigenstiller. Borwart. Es war bisher ein sehr, sehr schnelles Spiel. Es hat dann die Kondition der Fußballer große Anforderungen gestellt. Hasim, Schmidt-Ratner. Paritz. Starek. Immer Starek. Eckball. Ungarn machen alles, um das Spiel zu verzögern. Das ist zwar nicht sehr schön, aber das machen alle Mannschaften in dieser Situation. Horvat. Wieder ein Fehler von Horvat. Hätte doch gleich abspielen müssen. Hickersberger, Jara, abseits. Aber man sieht Schwung in diesem Spiel, man sieht glänzende Aktionen. Es ist ein Spiel, das Reklame für den Fußballsport macht. Ein Spiel, das auch zeigt, dass die österreichische Nationalmannschaft zu großen Leistungen fähig ist, wenn sie das Publikum hinter sich weiß. Und wenn es um etwas geht. Bancic. Bei Hasim lässt nun etwas die Konzentration nach.
Er hat ja doch sehr, sehr viel geleistet. Und jetzt haben wir wieder mal Glück gehabt. Das war Sambo. Fasekas sehr gut aufgehoben bei Eigenstiller, hat sich bisher nicht bemerkbar machen können. Bancic. Sehen Sie, was es ausmacht, wenn ein Stürmer den Verteidiger, den vorgehenden Verteidiger attackiert. In dem Fall war es Jara, das hat genützt. Der Ball ist wieder bei den Österreichern. Wieder Hasi. Wieder ein glänzender Pass und nicht aufgenommen von Paritz. Juhas. Fasekas, Foul an Fasekas. Sambo. Schiedsrichter hat Foul gepfiffen. Foul, jawohl. Foul von Paritz. Süd. Dunoy. Man hat von ihm sehr wenig gesehen in diesem Spiel, aber immerhin auch einen Treffer für die Ungarn. Foul von Dunoy. Högelberger, oh, das darf nicht wahr sein, steigt er auf den Ball. Hasil. Gefährlich, Kocic. Mit drei Haken hat er die österreichische Abwehr in der ersten Hälfte ausgespielt. Abseits, leider. Kögelberger hat sich nach links abgesetzt. Von jetzt an noch 60 Sekunden. Gefährlich. Dunoy, Sambo. Noch immer gefährlich. Und der Schiedsrichter Klöckner hat das Spiel abgepfiffen. Zumindest um eine halbe Minute zu früh. Österreich gegen Ungarn 2:2. Die Tore für Österreich Hasil aus einem Elfmeter und Jara. Für die Ungarn, die zur Pause 2:0 führten, Antal, Dunaj und Kocsis. Eine glänzende Leistung der Österreicher, die wieder einmal nicht das Glück hatten, um eine Überlegenheit in einen Sieg umzumünzen. Ich hoffe, Sie waren trotzdem mit den Leistungen der Fußballer zufrieden. Auf Wiedersehen, ich wünsche Ihnen noch einen recht guten Abend.